So, was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und heute gibt es mir ein Video, um Hinata Shoyo zu demütigen, auseinanderzunehmen. Alles Negative eigentlich, was euch einfällt. Naja, aber nur für eine gewisse Zeit. Denn heute gibt es ein Power-Level zu Hinata gegen Kageyama. Mittelschule bis zum Erwachsenenalter. Wie gut haben sich die beiden individuell weiterentwickelt? Wir gehen die einzelnen Passagen einmal durch und gucken, wer sich wie wo weiterentwickelt hat. Wenn euch das Ganze gefällt, gebt dem Video gerne eine gute Bewertung da, ein Abo, falls ihr neu auf diesen Kanal gestoßen seid. Und damit würde ich sagen, beginnen wir mit dem Video. Beginnen wir mit Hinata und Kageyama zur Zeit der Mittelschule. Am Anfang war Hinata das einzige Mitglied der Volleyballmannschaft seiner Schule. Der Lehrer hatte ihm erzählt, dass im Laufe der Jahre die Zahl der Volleyballmitglieder abnahm und dass der Verein eher ein Fanclub als ein richtiger Volleyballclub sei. Er hatte Hinata vorgeschlagen, entweder einen anderen Club mit mehr Mitgliedern beizutreten oder sogar dem Mädchenvolleyballclub beizutreten, wenn er den Sport wirklich liebte. Aber Hinata lehnte ab. In seinem dritten Jahr traten jedoch drei Erstklässler dem Club bei. Für seine erste und letzte Junior High Competition brachte Hinata seine beiden besten Freunde dazu, sich dem Team anzuschließen, damit sie genug Mitglieder hatten. Koji war in der Fußballmannschaft und Izumi war in der Basketballmannschaft. Ihr merkt schon, Hinata hatte nicht wirklich die Möglichkeit, sich zu verbessern. Was wir auch im Laufe der Geschichte gesehen haben, das einzige, was er for real kann, ist springen und den Ball mal zu versenken. Mehr aber nicht. Ganz anders war das bei Kageyama Tobio. Kitagawa ist eine Junior High School in der Präfektur Miyagi, die zuvor von Kageyama und sehr vielen Mitgliedern der Oba Josei besucht wurde. Kageyama hatte nicht nur unglaublich viel Talent, sondern auch Mitspieler, die ihn absolut gefördert haben, allein durch deren Präsenz. Oikawa bestes Beispiel. Bedenken muss man auch, dass er ein Volleyballkind ist. Ganz ehrlich, er hatte schon als Baby einen Volleyball als Schnuller. Und sein Opa hat ihn ja auch schon von Kind aus ausgebildet. Kageyama zur Mittelschulzeit war schon ein Biest. Natürlich war das auch die Zeit, wo er als König abgestempelt wurde. Aber wir gehen hier einfach mal von der spielerischen Qualität aus. Und da muss man sagen, der Unterschied zwischen Hinata und Kageyama kann nicht größer sein. Also for real, Hinata ist auf Level 0 und Kageyama gefühlt schon auf Level 110. Kommen wir damit zur Anfangs-Karasuno-Zeit, also Staffel 1 bis Staffel 3. In der Zeit konnte Hinata zum ersten Mal die Erfahrung mit einem richtigen Team machen, hat Turniere gespielt und lernte als Mittelblocker mit seinen Zuspieler und den gegnerischen Blockern umzugehen. Anfangs hatte er sich nur auf Kageyamas Zuspiel verlassen, doch später hat er auch selber mal sein Hirn eingeschaltet. Was alles andere betrifft, naja, Annahme, Katastrophe, Aufschlag, Friedenstaube, das einzige, was man ihm lassen muss, sein Positioning ist nicht schlecht. Er konnte zum Beispiel Ushijima straight abwehren, zwar mit dem Gesicht, aber er war auf jeden Fall da. Generell muss man sagen, er hat mehr Verständnis, was Volleyball angeht, bekommen. Die Basics sind immer noch kacke, aber definitiv ausgeprägter als zu Anfang. Kommen wir zu Kageyama und der Junge ist auch viel besser geworden. Nicht nur hat er jetzt ein Team, was ihm das nötige Vertrauen schenkt, sondern man merkt auch, dass er von Spiel zu Spiel besser wird. Sei es der Quick mit Hinata, Ausschlag und Zuspiel, die zwei letzteren Dinge liegen meiner Ansicht nach wie auch auf der Mittelschule an Oikawa. Oikawa hat Kageyama an sein Maximum getrieben. Die Entwicklung wurde auch im Rematch sehr deutlich. Nicht nur Hinata hat sich verbessert, sondern Kageyama auch und deshalb ist der Unterschied jetzt immer noch ein sehr, sehr großer. So, kommen wir damit zur Schlussphase der Karasuno High School. Hinata, muss man sagen, hat sich richtig improved. Das Trainingslager und dann darauf folgend die Nationals. Sein Stellungsspiel und seine Annahme, die davor eine Katastrophe waren, sind jetzt so viel besser geworden. Während des Kamimodai-Spiels konnten wir auch Prime Hinata miterleben. 18 von 20 Angriffen hat er verwandelt, er hat der Verteidigung viel beigetragen, gut abgesichert. Hinata ist wirklich nicht nur ein Angriffsmonster, sondern nun auch solide in der Annahme, was ihn definitiv sehr krass aufwertet. Okay, machen wir weiter mit Kageyama. Immer wenn man kurz das Gefühl hat, ja man, Hinata holt auf, setzt Kageyama noch einen drauf. Der Junge hat besonders im Inarizaki-Spiel gezeigt,
dass er mit Atsumu auf einem Level ist. Seine Ausschläge sind mittlerweile Bretter, wie die von Oikawa, und sein Zuspiel hat sich auch wieder verbessert. Und da merkt man wieder den Einfluss durch Oikawa und natürlich ein Ushijima. Also, wenn man mit guten Spielern spielt oder gegen gute Spieler, dann lernt man auch sehr viel und das merkt man hier besonders auch bei Kageyama. Er setzte Tsukishima zum ersten Mal so ein, dass er den bestmöglichsten Angriff machen konnte, als er ihm den Ball ganz hoch gestellt hat. Die Nationals und das Spiel gegen Aoba Josei und Shira Torizawa, wie gesagt, haben ihn zu einem Diamanten geschliffen. Er ist wirklich das Monster der Karasuno, zu dem Zeitpunkt mindestens einer der Top 5 Spieler der Highschool-Zeit. So, nun kommen wir zum berühmt-berüchtigten Timeskip. Fangen wir dieses Mal mit Kageyama an. Nach der Highschool ging es eigentlich relativ schnell für Kageyama. Er wurde Teil der japanischen Nationalmannschaft, Spieler in der ersten japanischen Liga. Das sollte aber auch niemanden überraschen, wenn man auch später im Spiel gegen die Jackals sieht, wie gut er nochmal geworden ist. Er hat tatsächlich geschafft, Rekordhalter im Aufschlag zu werden. Er hat in der Saison 2019 mehr Aufschlagsasse als Atsumu gemacht. Außerdem 7 Asse gegen Frankreich mit Japan, also der Typ ist for real crazy. Was sein Zuspiel angeht, muss man sagen, war er schon damals Weltklasse, aber jetzt kriegt er halt for real jeden Ball zugespielt. Das ist kein Spaß, der Ball ist schon gefühlt auf der anderen Seite und er macht ein perfektes, einhändiges Zuspiel. Ab und zu mal seine ekligen Finten zur Überraschung, den kann man wirklich nicht aufhalten. Mittlerweile ist er in der italienischen Liga die beste Liga auf der Welt, was Volleyball angeht. Und ja, es ist halt Kageyama Tobi. Was soll man weiteres dazu sagen? Es ist Kageyama. Und Kageyama war schon immer krass, jetzt ist er noch krasser. Er ist einfach einer der besten Spieler auf der Welt, muss man offen und ehrlich zugeben. Kommen wir damit zu Hinata Shoyo nach dem Timeskip. Ich glaube, es gibt in der Geschichte von Haikyuu kein krasseres Glow-Up als das von Shoyo. Nachdem wir darüber gesprochen haben, wie sich Hinata im Laufe der Nationals weiterentwickelt hat, müssen wir über seine Entscheidung nach Brasilien zu fliegen reden. Er trainierte über Jahre die Grundlagen von Volleyball im Beachvolleyball, da man beim Beach mehr Ballkontakte hat und alles können muss. Außerdem ist es viel schwerer, sich im Sand zu bewegen. Dieses Workout plus zusätzliches Gymtraining machten ihn zu dem Monster, der er heute ist. Ninja Shoyo aka Allrounder Shoyo. Er kann wirklich alles. Zuspielen, angreifen, annehmen, Sprungaufschläge. Er wurde aus diesem Grund auch Stammspieler bei den Jackals, weil er einfach facettenreicher ist und im Notfall alles machen könnte. Kodai Hoshimi erwähnte am Ende in einem Interview, dass ihm Hinata tatsächlich einen Schritt voraus ist. Und das von einem Hoshimi selber zu hören, sagt schon einiges. Ihr verfolgt ja höchstwahrscheinlich meine Manga-Zusammenfassung zu Haikyuu und da merkt ihr auch, Hinata ist ein komplett anderes Monster, als er es früher war. Früher war er ein Monster, weil er zusammen mit Kageyama Shit durchgezogen hat, aber nun ist er selber the real Shit und das ganz alleine. Er braucht eigentlich nur einen Zuspieler, der ihn den Ball hochstellt. Er braucht nicht mal einen Zuspieler, er ist wirklich in allem gut. Er ist einfach Hinata Shoyo, Ninja Shoyo. Jeder kennt ihn mittlerweile, er ist wirklich ein Weltklasse-Spieler, muss man einfach so sagen. Auf dem Niveau von Kageyama, wer jetzt von beiden besser ist, das ist jetzt die Frage. Ich tue die erstmal auf einem Niveau und es ist schwer zu differenzieren, weil ich finde, Kageyama ist auf seiner Position besser als Hinata auf seiner Position als Angreifer. Aber als Allround-Spieler, wenn man jetzt einfach alles nochmal durchgeht, dann ist Hinata der bessere Spieler. Also Hinata würde ich eher in einem Team haben wollen als Kageyama. Aber Kageyama ist trotzdem als Zuspieler noch eine Ecke für sich, noch ein Level für sich. Aber ja, schreibt ihr eure Meinung in die Kommentare. Es ist schwer, das Ganze zu differenzieren, aber beide sind auf jeden Fall auf Profi-Level, auf dem gleichen Level. Gebt dem Video gerne eine gute Bewertung da, falls euch das Ganze gefallen hat. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, ein neues Video zu bringen, in alter Frische, hier auf diesem wundervollen Kanal.